Erfahre jetzt den wichtigen Grund, warum du ständig müde bist. Es ist essentiell, dass du dieses Video anschaust, um Klarheit und eine Lösung für dein Problem zu finden, damit dein Leben schöner wird. Mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Bioenergietherapeutin, Coach und Autorin und werde dir jetzt helfen, deine Probleme mit der Müdigkeit zu lösen. Viele von uns kennen das Gefühl, wie es ist, nach einem langen Arbeitstag oder wenn wir uns um die Kinder kümmern, wie es ist, dass wir einfach nur noch in das Bett hineinfallen möchten. Aber wenn man dann endlich im Bett liegt, kann man nicht einschlafen. Es kommt dir vielleicht vor, als würdest du dich stundenlang hin und her wälzen, während dir alles durch den Kopf geht, was du morgen noch zu erledigen hast. Das klingt vielleicht für dich jetzt ziemlich vertraut. Und ich kann dir versichern, dass du nicht alleine bist. Wir werden nun zuerst die menschlichen Gründe anschauen und untersuchen später im Video die spirituellen Ursachen. Und ich biete dir Lösungen für dieses Problem der ständigen Müdigkeit an. Viele Menschen haben Schlafprobleme und das kann extrem frustrierend sein. Nicht nur, dass du dich am nächsten Tag erschöpft fühlst, sondern es kann auch negative Auswirkungen auf deine allgemeine Gesundheit haben. Menschen, die ständig müde sind, werden eher krank und haben ein höheres Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten. Damit es aber bei dir nicht so weit kommt, schauen wir jetzt etwas genauer hin. Eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ist: Warum fühlst du dich ständig erschöpft? Es gibt verschiedene Gründe, warum das so sein kann. Erstens könnte es sein, dass du nachts nicht genug Schlaf bekommst. Das ist ein häufiges Problem, besonders wenn du kleine Kinder hast oder einen anstrengenden Job. Es ist wichtig, dass du versuchst, jede Nacht mindestens 7 Stunden zu schlafen. Aber wenn du das nicht schaffst, gibt es Dinge, die du tun kannst, um die Qualität deines Schlafs zu verbessern. Du könntest zum Beispiel versuchen, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, auch am Wochenende. Du könntest dir auch eine entspannende Schlafenszeitroutine zulegen, zum Beispiel ein warmes Bad nehmen oder ein Buch lesen. Eine andere Möglichkeit ist, dass du eine Grunderkrankung hast. Krankheiten wie Schlafapnoe, Anämie oder Schilddrüsenprobleme können Müdigkeit auslösen. Wenn du denkst, dass dies der Fall sein könnte, solltest du dich untersuchen lassen und mit einem Arzt oder Medium sprechen. Mit einem Medium kannst du herausfinden, ob diese Krankheiten ihre Ursache aus einem früheren Leben haben und wie man sie lösen kann. Drittens könnte es sein, dass du nicht die richtigen Lebensmittel isst. Eine ausgewogene Ernährung ist sowohl für deine körperliche als auch für deine geistige Gesundheit wichtig. Achte bitte darauf, dass du genügend Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu dir nimmst und schränke deinen Konsum von Koffein und Zucker ein. Vermeide Fertigprodukte und esse frisch zubereitetes Essen, wenn immer es möglich ist. Schließlich könnte es sein, dass du einfach nur gestresst bist. Wir leben in einer schnelllebigen Welt und verlieren leicht die Ruhe, die so wichtig für unser Wohlbefinden ist. Stress kann viele Ursachen haben, zum Beispiel Arbeit, Familie und finanzielle Probleme.
Wenn du das Gefühl hast, ständig unter Druck zu stehen, ist es wichtig, dass du dir etwas Zeit für dich nimmst. Entspanne dich und tu etwas, das dir Spaß macht. Vielleicht besuchst du einen Yogakurs oder machst öfters einen Spaziergang in der Natur. Und jetzt kommen wir schon zu den spirituellen Gründen. Denn es könnten auch die hohen Energien des Universums sein, die dich schlapp machen. Das Universum schickt uns ständig neue Energie und manchmal kann sie überwältigend sein. Also, wenn du dich ständig müde fühlst, wäre es vielleicht eine gute Idee, mit einem Medium darüber zu sprechen, wie du am besten mit dieser Energie umgehen könntest. Und es könnte auch an der mangelnden Erdung liegen. Denn eine sehr gute Erdung ist wirklich wichtig, dass du nicht müde bist. Das bedeutet, dass deine Füße so oft wie möglich den Kontakt mit dem Boden suchen, egal ob du gehst, stehst oder sitzt. Dann kannst du dir auch vorstellen, wie Wurzeln aus deinen Füßen bis in die Mitte der Erde hineinwachsen und wie du dabei die Liebe von Mutter Erde in dir spürst. Dann stellst du dir vor, wie die Liebe Gottes von oben in dein Kronenchakra einfließt und dich schützt. Du wirst spüren, wie es dir gleich viel besser geht. Manche Menschen transformieren tagsüber unbewusst negative Energien. Das geschieht zum Beispiel beim Einkaufen, auf der Arbeit oder überall, wo Menschen zusammenkommen. Sie fühlen sich durch diese unbewusste Transformation ständig ausgelaugt und müde. Wenn es bei dir auch so ist, solltest du dich jeden Tag von negativen Energien, die du unbewusst aufnimmst, reinigen. Du kannst dies mit der violetten Flamme tun. Rufe einfach Saint-Germain und bitte ihn, die violette Flamme für dich zu erzeugen und stelle dich dann einfach mitten hinein. Warte eine Minute und schon wirst du dich gestärkt und frei fühlen. Wenn du sehr viel transformierst, solltest du dies 2 bis 3 Mal täglich tun. Oder wenn du in einem Gebiet mit einem hohen elektromagnetischen Feld lebst, ist es wichtig, dich gut vor diesen Strahlen zu schützen. Das kannst du tun, indem du ein Stück Quarz um den Hals hängst oder mit einem Amethyst unter deinem Kopfkissen schläfst. Es gibt auch bestimmte Energiestäbe, die negative Strahlung transformieren. Unter dem Video findest du einen Link für weitere Informationen. Wenn du ständig müde bist, kann es auch sein, dass deine Chakren verstopft sind und nicht richtig funktionieren. Du könntest mit der Hilfe von Engeln deine Chakren reinigen lassen. Sehr gut geht dies mit deinem Schutzengel oder Geistführer. Du bittest ihn einfach darum und er wird es tun. Erzengel Raphael ist der Engel der Heilung. Du kannst ihn anrufen und ihn bitten, dich zu heilen, deine Chakren auszugleichen und zu stärken. Erzengel Michael ist der Engel des Schutzes. Er schützt dich vor negativen Einflüssen von außen, wie diese elektromagnetische Strahlung, aber auch von negativen Gedanken und Emotionen. So rufe einfach den passenden Engel und bitte um Hilfe. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass es viele mögliche Ursachen für Müdigkeit gibt. Für dich ist es wichtig, die richtige Ursache zu finden, um sie wirksam behandeln zu können. Mit dieser Übersicht wird es dir sicher leicht fallen. Dieses Video ist ein Lehrvideo und möchte gerne von dir geteilt werden, damit auch andere Menschen eine Lösung für ihre Müdigkeit finden. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und vielleicht auch jetzt meinen Kanal abonnierst und mir ein Like gibst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zum nächsten Lehrvideo. Deine Monika.